Moin Leute, Venom hier und herzlich willkommen zu diesem Stadion-Vlog. Heute geht's für mich nach Wiesbaden, denn dort spielt eben Wiesbaden gegen die Hertha. Zwei Freunde werde ich gleich abholen und dann geht's auch schon los. Wir haben circa 1,5 Stunden Fahrt vor uns und ich bin sehr gespannt, was das Spiel und der Tag heute mit sich bringen wird. Wir gehen los, let's go. So, Freunde, wir haben jetzt 10 Uhr morgens. Es ist extrem kalt, das Auto ist auch komplett gefroren, aber blauer Himmel, das heißt sehr, sehr schönes Fußballwetter. Es könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Hertha auf Platz 9 gegen Wiesbaden auf Platz 13. 4 Punkte sind dazwischen. Dazu muss man aber sagen, Hertha hat die letzten 10 Spiele einfach nicht verloren, was schon sehr, sehr stark ist. Wiesbaden hat alleine aus den letzten 5 Spielen schon 4 Niederlagen. Also ich bin mal gespannt, was das heute wird, Freunde. Guten Morgen! Morgen! Guten Morgen! Jetzt geht's los! So, Freunde, wir sind angekommen in Wiesbaden. Da vorne ist das Stadion. Und jetzt erstmal die wichtige Frage. Was ist euer Tipp? Jonas? Ich sag, es wird heute ein knappes 3-2. 3-2? Für Hertha, was sagst du? Ich sage, es wird ein deutliches 4-1 für Hertha. Ich sage, es wird ein 3-2-1 für Hertha. So, wir sind am Stadion. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir zu Eingang 4 kommen. Ja, bin gespannt. Auf jeden Fall sieht man hier schon einige Hertha-Fans. Es sollen anscheinend 5.000 bis 6.000 Hertha-Fans in Wiesbaden sein. So, wir sind drin. Zumindest beim Gelände. Stadion ist das hier von außen. Relativ flaches oder tiefes Stadion. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal eine schöne Wurst holen. Die Wurst auf jeden Fall testen und ein Kaltgetränk. Ganz, ganz wichtig, da vorne ist, glaube ich, der Stand. Ich hätte gerne eine Chili-Wurst, eine Rindswurst und Käsebraten. So, da haben wir die schöne Chili-Wurst. Hier gibt es einen schönen Ständer. Alter, einfach mal das Senfpedal drücken. Junge, Junge, Junge. Interessant. Sehr, sehr interessant. Einfach mit Fuß bedienen. So, ich habe die Chili-Wurst, 4,80. Wurst ist gut, leichte Schärfe, Rohr kommt durch. Brötchen ist okay. Hier ist der Käseknacker. Nicht ohne. Ich nehme einfach. Sehr gut. Sehr gut? Ja, Brötchen ein bisschen hart, aber. Deine Rindswurst? Ja, ich leider keine Rindswurst mit Schärfe, aber ist auch in Ordnung. Du hättest die Chiliwurst nehmen müssen, die ist gut. Die ist echt gut. Jetzt vor allem nach dem dritten, vierten Biss. Strammes Geschoss. Sehr, sehr strammes Geschoss. Und? Freunde, wir haben die Kaltgetränke geholt. Was ich direkt sagen muss, der Becher, Alter, was ist das? Was ist das? Klar, zum Einhängen, aber Junge, ein bisschen größerer Griff hätte man machen können. Also der Becher ist eine 1 von 10. Das Getränk an sich ist okay. Bisschen wenig Kohlensäure, aber Stadionbier geht klar. So, Freunde, wir gehen rein. Erster Eindruck. Schon krass, die komplette Tribüne ist voll mit Hertha-Fans. Und auch drüben sieht man überall blau. Das heißt, erst da wird es rot. Hier ist wirklich alles komplett blau von der Hertha. Die Hertha-Kurve, sie scheint die ersten 12 Minuten wieder komplett ruhig. Da kommt noch kein Ton von. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber auch hier wieder das Banner, Nein zu Investoren. Deswegen die 12 Minuten Stille. So, hier drüben kommt schon ein bisschen was. Hier ist noch gar nichts. Bis zu 12 Minuten, dann geht's los. Die erste Ecke des Spiels. So, die 12 Minuten sind rum.
und es geht los. Das Stadion steht nochmal auf. Das ganze Stadion steht auf. In der ersten Halbzeit ist rum, 1-0 für Wiesbaden. Vom Gefühl her ein relativ ausgeglichenes Spiel. Tor hatte ich leider jetzt nicht drauf gehabt. Keine Ahnung warum, ist irgendwie aus dem Nichts entstanden. Was man auf jeden Fall sagen muss, die Hertha-Fans sind krass. Also dass da extra von Berlin fast 5.000 oder 6.000 mitgekommen sind, das ist heftig. Und ich meine, im Stadion hört man zumindest da, wo wir sitzen, wirklich nur Hertha. Also krass und Respekt an jeden Herthaner, der so weit gefahren ist. Also die Stimmung ist wirklich stark, sehr, sehr stark im Gästeblock. Thank you.
Was war das denn? Wie ist der denn rein? Alter. 2-1, Leute. 2-1. Ist vorbei, wir sind wieder im Auto. Endstand 3-1 für Wiesbaden. Die haben ihre Chancen aber besser genutzt, muss man sagen. Aber stimmungstechnisch ging das Ganze auf jeden Fall in die Hertha. Wir waren jetzt wieder zurück. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da für weitere Stadion-Vlogs und schreibt mal gerne in die Kommentare, in welches Stadion wir als nächstes gehen sollen, um mal ein bisschen so die Stimmung zu testen, um das Essen zu testen und auch die Getränke. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.